Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Dino Crisis auf der PS1 mit Regina. Und ich habe mir jetzt dann, bevor wir wieder hier die ganze Zeit rumlaufen, dann doch nochmal die alten Folgen angeguckt und mir ist was aufgefallen. Ich habe diesen Safe oben in der im Chefbüro nie aufgemacht. Also ich hatte ja die Notiz gefunden von wegen, also ich hatte das in Rückwärtsreihenfolge so gesehen geguckt und ich hatte ja irgendwann die Notiz gefunden. Ein Schlüssel da, ein Schlüssel im Chefbüro. Ich war ja oftmals schon im Chefbüro jetzt gewesen, aber jetzt ist mir bei den Folgen aufgefallen, hey, diesen Safe, den ich ja mit den Schlüsseln nach oben schieben kann, den habe ich nicht aufgemacht. Ich hatte den Code, ich hatte alles, was ich eigentlich brauche, ich habe aber diesen Safe nie aufgemacht, weil ich immer davon ausgegangen bin, ja okay, ich habe den. Aber ich habe anscheinend einfach nur ein bisschen gepennt. Deswegen gehen wir da jetzt hin und machen diesen Safe auf. Da bin ich mal gespannt, was wir da drin finden werden. Weil ich hoffe einfach, das ist jetzt nicht einfach wieder irgendwie Betäubung oder eine Munitionskiste oder was auch immer. Ich glaube, dann renne ich hier schreiend raus. Weil ich jetzt Gedenkmedaille, zwei Schlösser eingesteckt werden können. Gut. Dann einmal, nein, wirkt es schon richtig. Medaille und drei Symbole prüfen. Okay, das ist die linke, ne? Ja. Objekt bedienen, nutzen, links einstecken, bitte. Jetzt habe ich ihn wieder rausgezogen. Wundervoll. Gut, dann nochmal links. Und noch einmal rechts. Ich wusste auch, die ganze Zeit hatte ich die noch im Inventar und wusste nicht, wohin damit. Und jetzt weiß ich es natürlich. So, den habe ich mir notiert. Da. Es ist eine Karte, es ist ein L. Das heißt, wir haben jetzt Schlüsselkarte L und R. Das heißt, wir haben beide theoretisch. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich die beiden gleichzeitig in dieses Schloss reinbekomme, weil ich bin ja hier alleine unterwegs. Aber ich werde jetzt sowas von erstmal zu diesem Labor oder Computerraum. Ist das der Computerraum gewesen? Ich glaube, es war der Computerraum. Mit diesem Hauptrechner, und den ich momentan noch nicht konnte, und halt diese zwei Codeschlösser. Oder Schlüsselkartenschlösser oder wie auch immer. Den jetzt natürlich erstmal wieder finden. Fahrstuhlhalle. Der müsste ja theoretisch unten sein, also von daher bin ich hier schon mal einigermaßen richtig. Ich kann jetzt endlich mal wieder ein bisschen weiterkommen hier. Ja, ich würde ganz gerne mit dieser Karte das eine machen, was ich machen kann. Verwirrt mich jedes Mal, wenn ich darüber gefragt werde. So, Halle B1. Ja, mal durch irgendwie den Computerraum finden und hoffen, dass jetzt nicht überall noch Dinos rumlaufen, weil mir ist meine Munition gerade ein bisschen heilig. Vollsprint. So, das ist, glaube ich, nicht der Computerraum, oder? Oder hatte der so eine große Tür? Im Endeffekt werde ich es ja sehen. Nicht der Computerraum gewesen, das ist der Computerraum. Okay, so. Moment der Wahrheit. Ich denke mal, L und R steht für links und rechts jeweils. Das heißt, ich versuche es jetzt einfach schon mal. Vielleicht muss ich ja auch gar nicht. Kannst du nicht allein öffnen. Willst du Geld zur Hilfe? Ja. Dann halt so. Regina? I finally made it to the entrance of the doctor's lab. Good work. The door looks like it needs two people working in tandem to unlock it. Sit tight. I'll be right there. Ja, dann machst du dir mal gemütlich. So, moin. What's our status? Here, take this. Ready? Okay, on three. One, two, three. Wundervoll. Schon haben wir eine neue Tür. Will ich nochmal mit dir talken, oder? You're all clear. Let's go. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hier ist jetzt... ja, alles klar.
Okay, ich würde es gerne versuchen. Was haben wir denn hier? Ball. Würde define. Hierog, sie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8 und. Ne, eigentlich fehlt nur 8. Ne, 6 fehlt und 8. Okay. Also A, B, C, D, E. An 9. Und darüber, also A ist raus, B ist raus. A, B, C, D, E. D ist auch raus, D ist raus, A, B, C, E ist raus. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere hier bei dem Key. Vielleicht gehe ich auch nochmal kurz raus. Dieses im Vorfeld erstmal knobeln. Ist hier nicht noch irgendwie eine Anleitung oder so für die Scheiße? Ja, nicht so schnell bitte. Elektronenschloss, das ist mir Sicherheit. Passwort muss berechnet werden. Teil 2, wenn Sie sich im Schlüsselfeld Zahlen befinden, können die Zahlen angeben, welche Reihen weggelassen werden müssen. Wenn der Schlüssel 2 ist, sollten alle Zeichen des Codes ab der zweiten Reihe wegfallen. Okay. Aber dann fällt doch alles weg, oder nicht? Oder gehen die davon zu einer... Ach so, ne, Moment, dann ist ER und NG und EY. Ja gut, dann ist easy. Also das ist ja jetzt quasi so angeordnet, also oben, von oben nach unten jeweils, und dann fällt alles weg, außer diese letzten Dinger da, wo halt die Zahl nicht steht. Weil die 10 fehlt ja so gesehen auch. Von daher Energy. Geheiligt seien die süßen Aufputschmittel. Ich glaube, es geht da eher um Strom, aber ja, gucke mal. War doch easy. Was ihr alle habt. So, Schloss ist offen. Ich würde sehr gerne den Spielstand jetzt abspeichern. Ja, da wo ich jetzt auch genau weiß, dass ich mal langsam was erreicht habe. Na, ich glaube jetzt 2 Folgen oder was? So. Simulationsraum. Oh, das klingt nach viel Spaß und Freude. Haben wir hier. Ui, Gewaber haben wir. Eigentlich diese Energiequelle, die neue, wa? Dann haben wir sie gelöscht. Auf ewig. Ja, was hat er jetzt zu sagen? Das ist für das Tagebuch. Einfach jegliche Art von Energie zu entfesseln. Die wirkliche Aufgabe ist es, sie zu kontrollieren. Die Verbesserung des Initiators hat die Energiefesseln maximiert. Dem zum Trotz waren die unfähig, den Stabilisator-Sicherheitsmechanismus seit dem Unfall von vor 3 Jahren anzubringen. Dritte Energietheorie. Wird die Geschichte der Menschheit drastisch verändern. Unsicheres Element bei der Kontrolle der Energie gibt selbst nur eine Problemwahrscheinlichkeit von bei nur 0,1%. All meine Arbeit völlig vergebens gewesen. Die Dämmwirkung des Stabilisators, den wir heute Nacht benutzt haben, war ungenügend. Haben die irgendwie eine Zeitreise oder so mit dieser Energiescheiße gemacht und deswegen sind hier Dinos aufgetaucht oder was ist das hier? Etwa einem Kilometer. Das Ergebnis des heutigen Experiments wird den Militärs gefallen. Die riesigen Kreaturen, die nach meinem Abschluss erschienen sind, haben mich enorm inspiriert. Wichtig ist jetzt, diesen Ort unversehrt zu verlassen. Sobald ich alles analysiert habe, werde ich den Komplex durch den Keller evakuieren. Aha. Okay, also die haben irgendein Experiment gemacht. Dann ist halt diese Dämmwirkung von dem Stabilisator, den sie hier eigentlich getestet haben mit dieser dritten Energie, der ist futsch gewesen und dann ist in einem Umkreis von einem Kilometer hier auf der Insel Zeug erschienen, was eigentlich vor Millionen Jahren erst hier war oder so. Hätte ich jetzt gesagt. Oh, es kann die Notluke entriegeln. Kannst du die Notluke entriegeln? Elektronische Schlösser versiegelt. Ja, dann mach doch auf.
wenn Dr. Kirk hier sein Terminal hat. Oder auch nicht. Warum darf ich nicht? Okay, Energieeffizienz. Das ist jetzt ein bisschen... Pfeile S, ja. Okay, hier komme ich nicht vorbei. Das ist alles noch von dieser Dämmwirkung oder so. Kann ich hier nochmal was anmachen? Ah, dritte Energiekreislauf initialisieren. Initiator einstellen, Stabilisator einstellen. Initiator wurde eingestellt. Stabilisator eingestellt. Freigelassen. Zumindest hätte ich gesagt, das ist die Reihenfolge. Oder auch nicht. Es ist nicht genug Energie da, also wird das nicht eingestellt. Schön. Also habe ich es jetzt kaputt gemacht. Effektiv. Die Notluke darf ich jetzt gerade anscheinend nicht entriegeln. Zumindest macht sie nichts. Das ist natürlich auch schon wieder geil. Gehen wir nochmal raus. Vielleicht kann ich ja nochmal schnacken. Was ich jetzt genau machen muss. Mehr gab es da ja nicht. Die Notluke durfte ich nicht entriegeln und ja. He's not here. Ja. Why? This operation is taking way too long already. Warning. The emergency system has been activated. Emergency lockdown in progress. Ja, großartig. No. Kirk must have tripped up the security system. I'm fool. What's your status, Regina? I'm reading an emergency lockdown in your section. We're trapped inside here. Kirk must have triggered it off. We didn't touch anything. Can you clear it? I'll see what I can do. What's wrong with this thing? Cool it, Gale. We'll find a way out somehow. Hoffe ich mal, ne? Die Frage, kann ich das nochmal umgehen? Ist bereits offen. Ja. Was sagst du? Ah, guck, jetzt kann ich es bestimmt bedienen, oder? Ja. Ah. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist die große Stunde gekommen, oh Gott. Nee. Nee. Doch, hier, das hier am ehesten. Aber auch nicht so richtig irgendwie. Oh, lol. Ja, okay, ich merke schon. Mal, der kommt da raus. Oh. Irgendwie noch am meisten Sinn. Aber wenn ich den jetzt da drauf lege, wie wird denn das dann? Ah, okay. Hätte ich jetzt eher gesagt, warte mal, der kommt ganz nach unten, weil wenn die sich übereinander legen, ist das dann auch nochmal was anderes. So der rum. Der drauf. Und der drauf. Scheinbar nicht. Oh, warte mal, der hat das auch in der Mitte. Einmal der. Einmal der. Das sind zu viele, die sich jetzt darüber legen. Das ist Quatsch. Der. Dann der drauf. Nee, gut, dann nicht. Oh Gott, das ist viel zu kompliziert alles. Der ist ja quasi die Grundlage, wenn du so willst. Und der kommt dann da drüber. So. Der muss am Ende dann da drauf. Wieso fehlt denn da jetzt diese eine Kurve? Vor allem, wo ist diese eine Kurve? Nee, kann ja gar nicht. Mann, ey.
Das ist jetzt ein anderes Sample. Oh Gott, ich wollte gerade sagen. Nicht, dass das jetzt hier... So, warte mal. Das ist jetzt diese eine Kurve hier. Wenn ich es jetzt so rumdrehe, habe ich unten zumindest die Kurve. Dann so. Wieso fehlt die denn jetzt auf einmal da? Das ist doch zum Mann. Ich mag das nicht. Ich glaube, der als Grundlage ist schon mal gar nicht so verkehrt. So theoretisch und dann drauf? Nee. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Immer dieses Geknobel hier, das kann doch nicht wahr sein. Nee, warte mal. Kann ja gar nicht. Welche brauche ich? Ich brauche eine, die von oben nach rechts geht. Das heißt eigentlich so. Und den nach unten wegen der einen Kurve und die dann drüber? Ja! Mein Gott, Gehirnschmalz, ey. Circuit restored. Warning. The emergency lockdown has been bypassed. Gut. You have 10 minutes until this section is sealed off. Ja dann. Den Tunnel, wa? We bypassed the door lock and we're on our way out. That's great. But the entire underground area is crawling with dinosaurs. You'll never be able to make it through there. Don't sweat it. I'll take them all out one by one if I have to. Brilliant plan, fearless leader, but I have a better one. These readouts tell me there's an emergency escape hatch in the dog's private quarters. Ja, den haben wir schon. Able to make a clean break through there. Are you sure? Yeah, but there's one problem. The hatch is password locked through the mother system. Forget it. If you can't crack the code before the dinosaurs rush in, we'll be completely trapped. I know. You just have to trust me. I don't. Fine. What about you, Regina? Ich vertraue ihm. Make your choice. Ich baller mich nicht dadurch. Ich versuch's einfach mit dem Code jetzt. Soll dann auch wieder mit Rick rechnen und durch die Luke entkommen, durchbrechen und sich aufs eigene Geschick verlassen. Nee. Definitiv nicht, da reicht meine Munition schon gar nicht für aus. So, ich speichere nochmal. Und dann versuchen wir uns hier irgendwie durch die Luke durchzuprügeln. Bin ich mal gespannt. Ich weiß jetzt halt auch nicht, was auf mich zukommt. Ich denke mal, wir werden das auch erst in der nächsten Folge zu Beginn machen, aber mal gucken. Vielleicht geht's ja relativ schnell. Aber ich vertraue Rick auf jeden Fall mehr als dem komischen Sergeant da. Gail. Willst du das tun? Ja. Got it. I just cracked into the mother system. Hör doch so easy. Ist das eher so ein Reaktionsding oder was? Playing the code. Ah, okay. AF. AFB. AFBC. AFBCC. BC. Ja, komm, ein bisschen Memory, Alter. Achso. Das war ja jetzt wirklich nicht so, also dann, das ist doch deutlich angenehmer, bisher zumindest, als sich durchballern. A leer. E leer, A E. D. A E C D. A E C D C. D. A, oh Gott.
A, B, D, 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 A. Uh-oh. You punched in the wrong code! Careful! We only have one more chance. I'm counting on you. Okay. B. E. A. B, E, A, C. B, E, A, C, D. B, E, A, C, D, C. B, E, A, C, D, C, A. B, E, A, C, D, C, A. B, A, B, 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 A. Einer hat gefehlt beim letzten Mal. Okay. D. A. Duff. Duffa. Fahrt. Fatf. Fatfa. Fatfaf. Da. Was? Puff. Müsste eigentlich klappen, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe. Nice. Guck mal. Und er ballert sich da durch die Dinos durch, der Idiot. Komm, raus da. Gucken wir mal, was jetzt noch so passiert. Hold it. Hold it. Ah. Dr. Kirk, we've come to help. We're representatives from your nation's government. My nation? I'm touched. And what do you government agents want with me? Shut up. You're coming with us if I have to knock you out and drag you back myself. Verdorbene Kirk. To the government, I'm officially deceased, correct? If that's the way you want it, I'd be more than happy to oblige. So what'll it be, genius? Relax, agent. My study is nearing its final stages. Magnificent, isn't it? But I can't leave before I've analyzed the final results. I don't give spit about your results. I'm taking you back under orders, so shut up and follow me. Regina, locate the communication facility and call in the extraction chopper. You can't do this! I have rights! According to command, you're government property, pal. I suggest you take it up with them. No! They can't do this to me! They deserted me 3 years ago and now they want me back? This is preposterous! Shut up. Then shoot me, idiot. You lame, flat-top, jaw-headed. Shut up. Where's the communication room? Take it up. I need a card to access that elevator. I know you've got one. Hand it over, Doc. Ja, komm. Fine. So, we're all set then. I'll meet you at the heliport. Hey, wait, where are you going? I have a little unfinished business to take care of. I'll drop this guy off with Rick. Now get moving. Unfinished business? Ja, ja. Ich habe so eine gewisse Ahnung, ob das jetzt vielleicht mal langsam in Richtung er ist doch böse geht. Okay, wir haben die Karte für den Fahrstuhl in der Sicherheitszentrale. Das heißt, da werden wir beim nächsten Mal hingehen, denn jetzt ist es an der Zeit, langsam Abschied zu nehmen von Dino Crisis. Nicht vom Let's Play generell, aber von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like dalassen, einen Kommentar dalassen, alles, was euch so gefällt. Das übliche Zeug eben.
Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Entweder bei Dino Crisis oder einem anderen Projekt von uns oder auf Twitch oder wie auch immer es euch beliebt. Wir sind dann auf jeden Fall für euch da. Also bis dahin, macht es gut, habt noch einen schönen Tag und tschüssi.